Willkommen zurück, da sind wir wieder, Almost Daily. Jungs, wir haben gerade, weil ich habe gerade angekündigt, wir reden mal über so die Musikindustrie, wie sie sich so aus eurer Sicht darstellt heute. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich komme noch aus so der Spaß-Rapper-Zeit. Das ist wahrscheinlich ein Wort, was völlig abgenudelt ist. Ihr habt voll keinen Bock mehr drauf, das zu hören. Das steht drauf. Ja. Aber also was ich meine ist, ihr habt gute Laune verbreitet. Das mache ich mit Spaß, weil man hat eure Texte gehört und die waren nicht nur smart und eloquent, die waren halt irgendwie auch lustig. Also man hat Spaß bekommen einfach. Ich höre die heute einfach noch gerne und heute hat man erst das Gefühl, ich bin nicht so tief in der Szene. Es geht mehr so um gangsterhaftiges Auftreten und mehr so um was willst du? Wie seht ihr das? Irgendwie, könnt ihr damit was anfangen oder ist das überhaupt nicht euer Ding? Ich kann damit schon was anfangen, aber ich meine, das ist, wie du sagst, du bist nicht so tief in der Szene drin. Also es gibt immer noch die Leute, die mit ihren Texten Spaß bereiten. Also es gibt alles einfach. Sag mal ein paar Leute, die ihr so gerne hört. Also was mir sehr viel Freude macht, ist Retro-Gott. Mhm. Also den finde ich... Also das klingt jetzt, also der ist sehr smart, also der ist jetzt nicht irgendwie auf Spaß gepolt, aber die Sachen, die er sagt, sind einfach lustig und halt auch sehr klug. Ich aus gut. Unserem Umfeld, Fat Tony. Fat Tony, ja. Edgar Wasser. Ja, also ich glaube, Hip-Hop ist so, also dieser deutsche Hip-Hop ist so facettenreich wie nie zuvor. Also weil so, früher war es ja immer so, es gab, also so wie ich das gesehen habe, gab es immer... Es gab den Spaß-Studenten-Rap, dann kamen die Ghetto-Jungs und es wurde immer so abgelöst, das eine gegen das andere. Und jetzt gibt es gerade einfach alles. Es gibt einen Crow genauso, wie es daneben einen Haftbefehl gibt und einen Morlock-Dilemma und die passieren alle gleichzeitig, parallel zueinander. Das war früher irgendwie nicht so. Was? Das sagt ihr wahrscheinlich alles kaum. Was. Name, natürlich, ey, bitte. Haftbefehl, Crow, natürlich. Fantas und Rödlein, beide kennen ihn nicht. Ja. So. In welche Generation würdet ihr euch denn einordnen von diesen ganzen, sag ich mal, Bands und was weiß ich? Also, ich meine, in Deutschland ging es ja wirklich am Anfang mit Advanced Chemistry und weiß ich nicht, Stiebe und noch ein paar Jungs ging es ja los. Dann kam Fanta 4, die ja noch eine ganz neue, sag ich mal, Welle losgetreten haben. So. Und wo seht ihr euch da? In welchem? Also zeitlich waren da einige Fehler drin. Ja, Stiebe vor Fanta 4 einzuordnen ist schwer. Nein, ich will jetzt nicht. Ich glaube ganz ehrlich, weißt, was ich meine. Wir sind schon die von 94 oder wie das damals hieß. Und okay, wir haben 92 angefangen, aber wir sind schon halt einfach die Generation so knapp nach Main Concept Beginner und die alle, wobei wir wahrscheinlich zeitgleich angefangen haben, aber die sind alle so ein bisschen früher irgendwie auf den Bühnen gewesen und so, da würde ich uns dann frühe 90er, also aus heutiger Sicht würde ich sagen, absolut oldschool. Ja, aber also, zu der Zeit war das so, für uns ist oldschool noch was ganz anderes, wir wissen es selber, also kein Blödsinn, wo wir uns einzuordnen haben, aber René war noch das Freestyle-Wunderkind, das wir angefangen haben, der war der totale Newschooler und Fettes Brot war total Newschool und alles, natürlich ist es jetzt way, way back, aber... Wir sind oldschool, aber die in der Szene, ich glaube, es gab dieses komische Hip-Hop-Periodensystem vor einem halben Jahr, da waren wir unter New School angeordnet. Was ist denn New School dann? Das ist frech. Ja. Wie seht ihr so, ich gucke zum Beispiel manchmal so auf YouTube-Videos, Echo Fresh, 800 Bars. Ja. Kriegt ihr sowas? Bis zu welchem Bar bist du vorgegangen? Nein, ich habe alles durchgehört. Weil, ja. Also, ich finde es total respektabel. Ich kenn jetzt Echo Fresh. Nicht so gut, wir haben uns ein, zwei Mal irgendwie so über den Weg gelaufen, aber ich finde einfach respektabel, was der Mann macht. Also ich weiß, also unabhängig davon, was der sich für ein Image aufbaut oder mit wem er Beef anfängt und so. Nein, das, ne? Also aber nichts gegen Echo Fresh, ne? Ganz ehrlich. Und das Ding, ich weiß, gibt das noch die kürzere Version? Es gibt noch die 1200 oder was? Ne? Die habe ich nicht mehr angeschaut, aber die 800 Bars, die haben wir angeschaut, also gemeinsam im Bett. Nein, das fand ich geil. Das war auch cool, weil er da, ja, ist ja ein bisschen so die Geschichte auch. Das andere ist, glaube ich, nur noch, ich kann es noch länger machen. Also für mich als Außenstehender. Aber war auch gut gemacht. Also wenn's jemand, es ist ja nicht nur diese Quantität und ich kann 40.000 Bars bringen oder ich mache das längste Rap-Lied der Welt, sondern muss schon was können dann. Und da ging es halt noch irgendwie auf. Aber ich bin keiner, gerade mein YouTube anschauen, meine Spanne da. Wenn da was ist und das dauert einfach fast 2 Stunden und ich schaue das meistens dann doch am Rechner so, dann ist es für mich, dann muss ich schon auf Tour sein und einfach nichts Besseres zu tun haben oder alle anderen Batterien leer sein, dass ich das mache. Also das ist dann für mich einfach nicht mehr das Medium, wo ich mich dann chill und sage, ich schaue mal ein Ding an, gerade ein Lied, also
Lied, das so ungefähr an die 2 Stunden geht, ist für mich schwieriger. Mhm. Wir, apropos Lied und Tour, wir werden nachher noch ein bisschen mit euch jammen. Ja, also der Hannes, den ihr auf der Gamescom schon unter eure Fittiche genommen habt, der wird am Start sein. Im Hintergrund, falls Leute sich gerade fragen, was das für ein unangenehmes Knacken die ganze Zeit ist, da übt jemand schon mal auf unserem Plastikschlagzeug seine Drum-Mechanismen, keine Ahnung. Kannst du mal aufhören? Ich glaube, der Kopfhörer auch. Ja. Aber was sagt ihr als, sag ich mal, Expertise, Leute? Männer vom Fach, sag ich mal so. Was haltet ihr von dem K1 23-Minuten-Ding? Echt? Habt ihr das gehört? Das ist gerade vorbeigezogen. Okay, alles klar. Ein 23-Minuten-Ding? Aber du meinst nicht den Diss gegen... Doch, den Bushido-Diss. 23 Minuten Bushido. Ja, der ist 23. Ah, okay. Uiuiui, da muss ich ja einiges an Ärger viele Aufmerksamkeit für einen Mann. So, weißt du, dafür, dass man jemanden nicht leiden kann, sich einen 23-Minuten-Track... Ja, das ist dieses Video, wo das WLAN kaputt war. Ja, also als wir uns die Ankündigung anschauen, aber die Ankündigung habe ich gesehen, aber das Video selbst. Also ich habe mir das Video auch angeschaut. Ah, schade. Dann werde ich nachholen. Aber was meinst du, wie nee, weil ihr gerade Bushido hat ihn zerstört, seid ihr. Nee, also zwei Sachen, die mich interessieren. Zum einen, weil du ja jetzt gesagt hast, dass du es respektierst, dass er da so wirklich diese 800 Zeilen... Seine Arbeit, allein Fleischstärtchen. Da wollte ich einfach nur mal die Einschätzung wissen, wie es halt ist, was ihr da zu diesem K1-Bushido-Ding da irgendwie... Also was verfolge ich schon eigentlich lächeln zu Hause, weil... Hip-Hop-Gossip. Weil das ist halt ja so ein bisschen, wenn es dann auch so ausgetragen wird. Also ich bin froh, dass wir da nicht in diese Riege gehören, die private Geheimnisse für Klicks irgendwie um die Ohren hauen, aber das manche waren schon interessant und da war gerade das Echo Cooler Warsting war eigentlich das Beste, Erste, was mich da so bewegt hat in Deutschland und wo ich sage, ja, da waren die Tracks auch cool. Es war halt, also da hat man irgendwie komischerweise als Außenstehender Partei ergriffen, weil man halt dachte, was der sagt und was der sagt, das war so, konnte ich mich noch reinversetzen. Heute gibt es zu viele Sachen, die kann die nicht mehr verfolgen. Also wird Flair mit, keine Ahnung. Weißt du, das ist so, das schaue ich mir Flair alles an. Oder wenn Moneyboy bei der Orsons auf die Bühne geht oder so, da bin ich schon dabei, das anschaut, aber das ist dann auch so ein bisschen lustige Nebensache, aber am Schluss. Aber wie ernst ist denn das eigentlich so? Weil ich meine, normalerweise, ich habe das Gefühl, das ist wie so eine Soap-Opera, ne? Also die müssen diese Konflikte, das pusht ja, ihr sagt es ja gerade selbst, also Echo gegen Kool Savas, das war ja, das ging ja auch, ne, durchs Fernsehen, durchs Musikfernsehen, das war Gesprächsthema. Wie konstruiert ist so ein Streit oder wie authentisch ist das? Das musst du immer im Einzelfall sehen. Ja. Keiner von uns, also ich schaue mir das an, wenn ich mal sehe, aber mich interessiert das eigentlich überhaupt nicht. Und ich muss auch sagen, das ist lustig mal zu sehen, aber das ist bestimmt von Fall zu Fall unterschiedlich. Also das kann man jetzt nicht pauschalisieren und sagen, das ist immer so konstruiert und das ist immer so. Ich bilde mir ein, dass man manchmal merkt, wenn es irgendwie echt ist und so, und dann ist es viel unterhaltsamer, als wenn man merkt, das ist jetzt hier irgendwie aufgebauscht oder so. Mhm. Und gerade dieses Twitter-Beef-Ding, ich meine, das ist ja Tweet. Das ist wirklich, ist halt schon unterhaltsam, aber also da gibt es voll viel, was natürlich gemacht wird, um halt Aufmerksamkeit und halt irgendwelche Klickzahlen zu erreichen oder irgendwie die Leute zu begeistern. Aber es ist. Ihr habt es ja eigentlich in eurer Historie immer weitgehend geschafft, aus diesen ganzen Beef-Geschichten rauszubleiben, oder? Oder gab es irgendwann mal einen großen, weiß ich nicht, habt ihr mal irgendwie öffentlichen Beef gehabt mit irgendjemandem? Ja, wir haben halt am Anfang kam, weil es halt doch, wie du gesagt hast, wir den Leuten, wir haben uns auch ein bisschen mit Spaß gerappt haben, ist gerade am Anfang passiert bei diesen totalen Hip-Hop-Jams, weil wir noch aus dieser Zeit sind, wo es dann wirklich hier Breakdance und Graffiti, da ist ein paar Mal passiert, dass irgendwelche Leute auf die Bühne gekommen sind und dann so, ja, ihr macht immer unsere Kultur kaputt und was soll das denn? Und dann machst du halt einen lustigen Freestyle-Rap über die oder wir hatten ein Dreivierteltakt-Lied, immer wenn wir gespielt haben und die Breaker haben gemeint, sie finden scheiße, was wir machen, die fangen jetzt an zu breaken, haben wir das Dreivierteltakt-Lied gespielt und haben dann nur so gesehen, wie so langsam die Bewegungen verändert sind und die wieder da gegangen sind. Das ist also Rapper so, gegen Breaker oder was? Und sowas gab es? Alles. Also das war es, ja. Das war der Kampf ja noch der Disziplinen, so, weißt du, ja. Da haben halt die Breaker, das ist ja auch cool, so, die wollten, also jeder wollte halt die Aufmerksamkeit haben. Man war dann da, die ganzen Leute waren da und das war halt der Abend jetzt so. Das ist also toll, da kann man einen Film draus machen. Ja. Rapper versus Breaker. Da kannst du auch ein Videospiel draus machen. Ja. Dann noch Zombies hinten dran und du hast den Kassenschlager. Ja. Rap Ninjas versus Breaker Zombies. Ja. Und Nazis brauchen wir auch noch. Uwe Boll anrufen. Mhm. Ja, aber Battle Rap war nie, das, also, da habt ihr euch nie so wirklich dran beteiligt, oder? An dem wir sind zu Battles gefahren halt manchmal. Wir haben ja Freestyle-Battles haben wir Freestyle mitgemacht. Battles. Das war schon so, dass man gesagt hat, du bist gar nicht so gut. Ich hab diese Wut. Aber das war nie unser Ding, aber es war auch immer so, dass durch das, dass unsere Clique irgendwie geschlossen war, wir waren halt 4 Rapper selber und da haben wir, ich glaube, in der Gruppe mehr Competition gemacht und es war nicht so, dass wir gesagt haben,
wir orientieren uns an anderen. Das war das ganz Lustige, dass wir eigentlich irgendwo hingefahren sind, haben allen nur zugehört und haben uns dann im Auto totgelacht beim Zurückfahren. Und niemand, haben keinen Menschen keine kennengelernt, extra keinen. Alle sind so Champs zum Connecten und wir sind eigentlich nur, um uns aufzuladen mit neuen Sprüchen. Ich meine, der Chaos war der größte, eben, keine Ahnung, Sachen zitieren 2 Jahre lang, bis nicht mehr im Original zu tun hat. Wir können noch irgendwelche Leute zitieren, die wir jetzt echt ewig später auf der Straße treffen und die wissen dann gar nicht mehr, was sie damals bei dem Jam in dem einen Freestyle gesagt haben. Weil der Kaios kannst du noch von vorn bis hinten den ganzen Part kann runterbeten. Sehr gut. Wir haben's rein gesteigert. Fotografisches Gedächtnis, oder wie nennt man ein musikalisches, fotografisches Gedächtnis? Ja, das ist auch was Gutes. Ein portables Gedächtnis. Ja. Und kam mal irgendwie, was war denn so eine richtige Schnapsidee, die, also mit der irgendwie so ein Musiklabel mal ankam, die gesagt haben, ey, ihr müsst jetzt mal unbedingt das und das machen, damit wir irgendwie das Album so und so pushen können oder damit ihr mal wieder ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit seid oder also so? Also da gab es eigentlich wenig Schnapsideen. Es gab mal eine gute Idee, da hatten wir eine Single, die ist die Better Life GmbH, das waren 3 verschiedene Interludes auf dem Album und das war die Idee, dass wir das als Single auskoppeln, was jetzt so unter den, weiß ich nicht, normalen Mechanismen, das fällt unter falsche Beratung. Er sagt, das ist die neue Single, das sind 3 verschiedene Lieder, 3 verschiedene Beats, 3 verschiedene Rapper, 3 verschiedene Videos hier. Ja. Bam, ab dafür. Das, also das hat nicht wirklich reingehauen, aber es gab eigentlich, da waren wir auch immer vorgeschlossen. Also es war schon wirklich, das sind, glaube ich, ein beratungsresistent, würde ich uns da nennen. Wir waren ja immer für jemand außen, was gesagt hat, dann war es schon für uns, danke für die Mitarbeit, aber das ist nicht so das Ding, was wir jetzt weitermachen. Es gibt immer so kleine Sachen, weil wir halt Blumentopf heißen, kommen viele auf dieses Gärtnerei-Ding. Ja, das so, ey, da, weißt du, da haben wir gerade noch, ich weiß nicht, bei irgendeinem Festival, eigentlich am schlimmsten sind, das kann ich auch mal öffentlich hier sagen, muss mal zur Sprache gebracht werden, am schlimmsten sind Radiomoderatoren, die man auf eine Bühne lässt. Weil die haben zum ersten Mal, haben die dann Publikumskontakt-Feedback und die baden dann so krass drin und die lassen den Bandnamen der Band so oft schreien, bis das Publikum eher leiser wird und dann bist du dran, wo du sagst, fuck you. Und die waren mit Gießkanne und der eine hat so einen Blumen am Kopf gehabt, die wollten gerade hochgehen, bis unsere Tourmanagerin und seine Schwester zu der Zeit noch hochgegangen ist und sie Gott sei Dank noch gestoppt hat. American Football mäßig auf sie draufgeworfen hat. Bitte warte nicht, weil da ist die Band eher schlecht drauf. Ich meine, davor haben die Sportfreunde danach gespielt und da hat keiner auf sie aufgepasst, auf die Moderatoren. Die sind dann mit einer aufblasbaren Gitarre auf die Bühne und haben die ganzen Sportfreunde stiller Hits gespielt, bevor sie gespielt haben. Was ist da los? Fürchterlich. Aber Sportfreunde stiller, ne? Guck mal, ich suche die ganze Zeit krasse Überleitung und die ist fantastisch. Sportfreunde. Aha. Reportage. Ja. Ihr habt irgendwann angefangen, ich weiß gar nicht, wann war das erste Mal? 2006, 2008, genau. 2006? Habt ihr angefangen, die Reportage zu machen? Fantastisch. Bei großen Turnieren, Europameisterschaft und Weltmeisterschaft, macht ihr immer einen Rückblick, ja, in Rap-Form auf die Spiele, auf die an dem Tag da liefen. Ja, fantastisch. Deutsche Spiele, Ich frage mich jedes Mal, wenn ich das sehe, wie läuft das ab? Sitzt ihr alle zusammen, guckt das Spiel und macht euch währenddessen schon Notizen? Wie entsteht so eine Reportage? Ja, stellst du dir eigentlich ziemlich richtig gut vor, bis wir irgendwann rausgefunden haben, dass es ja den Live-Ticker gibt und wir nicht alles selber mitschreiben müssen. Das war ein großer Moment. Wie jetzt von kicker.de oder was? Ja, irgendwie, weißt du, du sitzt ja da und wir sind halt Fußballfans, krasse Fußballfans und wenn jetzt irgendwie Deutschland bei der WM gegen irgendwie im Halbfinale spielt, dann ist es wirklich eine Tortur, wenn du da sitzt und siehst, es passiert irgendwas Krasses und sitzt da und schreibst, was passiert. Also so, das meine ich so, weißt du, dann machst du kurz Notiz hier, 53. Minute und dann kannst du halt kurz im Netz schauen, was war da. Und wir nehmen es auf. Also wir nimmst einfach auf und dann kannst du mal schauen, nicht, dass du sagst, der kommt von links, dann kam von rechts, da hast du die ersten Kommentare schon, Wie schnell müsst ihr das? Ja, wir meinen das aus der anderen Sicht natürlich. Ja, klar. Wir sind vom Torwart also aus. Die stressigsten waren eigentlich die dann eigentlich schon 2006. Da hatten wir teilweise so 2,5 Stunden Zeit, weil da war das frühe Spiel und dann wurde es, also frühes Spiel war ein anderes Spiel und dann vor dem Deutschlandspiel wurde die irgendwas an. Nee, oder wie war es denn? Nee, das frühe Spiel war das Spiel mit deutscher Beteiligung und dann vor dem Abendspiel wurde es mal übertragen. Das ist zweimal passiert. Da haben wir aber nur den Soundfall gemacht, nicht das Video. Da hatten wir, glaube ich, 3 Stunden Zeit, um das halt abzuliefern. Was eigentlich für den Soundfall relativ lang ist. Und geht euch da der Kackschiff, weil ich meine, es ist ein immenser Druck, ihr wisst, also ihr habt selten so ein Publikum, nicht, dass ihr es nicht verdient hättet, aber wenn WM ist, dann gucken da 20 Millionen Leute zu. Also es ist ja verrückt, fast die ganze Nation sieht euch und ihr habt 2 Stunden Zeit für so einen Song. Das ist ja geil, wenn man zu viert ist, weil das 4 Leuten zeitgleich irgendwie überhaupt gar nichts einfällt und man da irgendwie eine Blockade hat, das passiert überhaupt nie. Also es ist ganz geil, da sitzt du dann da und wenn du selber mal irgendwie kurz so, was jetzt, dann kommt der Nächste, also das ist schon dann da, das wäre jetzt was, wenn ich
sagen würde, das müsste ich jetzt alleine machen, das wäre schon eine andere Herausforderung, wenn du sagst, du machst mit deinen 4 Rap-Kollegen und du weißt, da geht was, weil das schon immer so war. Also das wo das Level natürlich variiert. Manchmal, du kannst so ein Ding, das sind Zusammenfassungen in Reimform, also du kannst die auch wie eine Maschine einfach kurz runterschreiben. Also wenn du sagst, du willst jetzt keinen besonderen Pep drin haben oder so, das zu machen an sich, kannst du wahrscheinlich auch in 12 Minuten runterschreiben. Aber dass es gut wird, du wirst ja immer nach irgendein Bild finden. Und vor allem, wenn du viele gemacht hast, dann wird es irgendwann schwer zu sagen, ja okay, jetzt ist Philipp Lahm, haut das Ding wieder rein. Mhm. Haben wir schon genau gegen die gleiche Mannschaft. Und das hatten wir sogar, 2014 hatten wir sogar genau dasselbe. Der machte die Bude in der 8 Minuten. Ja. Das hat Ding einer gemerkt? 2008 gepostet und genau dasselbe. Mit genau demselben Reim, wo du echt merkst, so, boah, stimmt. Das war mal schwer. Du das wissen, ja. Welches Spiel war am einfachsten? Boah, das gegen Brasilien wahrscheinlich sehr leicht. Jetzt bei der WM jetzt. Nee, aber was cool war jetzt bei der letzten WM, da haben wir auch so ein paar, was wir eigentlich nicht so gerne immer gemacht haben, waren diese Vorberichte. Das wollten natürlich der Sender immer, dass wir was haben zum auf das Spiel hinleiten, so, das ist ja auch cool. Aber wir für uns eigentlich gesagt, auch besser, ja, weil es ja vor dem Spiel kommt und genau, da alle schon da sitzen. Und weil da auch so ein bisschen zum Beispiel das Amerika-Spiel gegen Amerika, da haben wir eine ganz coole Vorreportage gemacht, weil wir halt ein bisschen mit diesem Amerika, Klinsmann, Jogi Löw, also mehr so Sachen gemacht haben als jetzt pures Spiel, weil ich meine, ich bin großer Fußballfan, ich schaue mir jedes Spiel an, das ich sehen kann und es ist aber eigentlich immer dasselbe 90 Minuten lang, außer es passiert was total Irres und dann ist halt die 8. Minute, macht er die Bude, Glanzparade, Halbfinale, die Reime, also irgendwann ist es halt einfach auch dann durch. Also so. Also gerade wenn man immer auch im selben Spiel verliert, also sprich Halbfinale spielen Platz 3, oder so, also es ist ja irgendwie... Nee, eigentlich haben wir es versucht immer, wir hatten eine Generalprobe, es kam doch ein Kumpel eigentlich zustande früher, wir hatten Generalprobe, und das hat da Deutschland gegen Italien, ich glaube 1-4 verloren oder so, und dann haben wir versucht, das so ungefähr vor 2006, hinzubringen. Vor 2006. Ja, genau. Und dann war es wirklich so, okay, wenn wir das hinkriegen, dann können wir es machen, weil, ja, du musst dich eigentlich eher zusammenreißen, dass du so ein bisschen versöhnlich aufhörst, auch wenn es jetzt Platz 3 geworden ist oder jetzt packt ihr es noch Platz 3, das musst du immer so ein bisschen so aufhören, weil manchmal als Fan ist man auch gepisst und dann brauchst du eigentlich eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde, brauchst du allein wieder drauf zu kommen, zu sagen, ich will das überhaupt machen, weil ich will mich nicht mehr damit beschäftigen eigentlich. Ja. Also eigentlich, wenn ein Spiel dir wirklich zu Herzen geht oder du genervt bist, dann sagst du auch, komm, lass ein Beat laufen, ich habe einen Reim drauf. So, da ist profimäßig. Genau, wie war das nochmal genau? Ach, da bereist du dich. Oder mal zurück, da wo das eine Tor, wo dann... Ah, oh, das tut so weh. Balotelli, schönes Ding. Italien wieder. Oh, ich kann das so nachvollziehen. Ich war 2006 im Halbfinale in Dortmund und so eine paralysierte Massenstimmung habe ich, also das, heute kriege ich noch eine Gänsehaut, wenn ich dran denke, wie 70.000 Leute paralysiert sind und ihr müsstet aus diesem Moment heraus, wenn ihr selbst Fans seid, wart ihr auch genauso gefrustet, dann noch zur Arbeit gehen und wie ihr sagt, euch das angucken und Revue passieren, das ist ja Horror. Vor allem wirklich lang auch die gewonnenen Spiele, wo Kumpel von uns an der Studiotür mit Fahnen standen. Komm raus jetzt! Ja. Komm, nur kurz anstoßen. Und ich sage, ey, lass uns bitte jetzt, ich habe auch keinen Bock. Wir haben glaube ich die ganze, also WM im eigenen Land, habe ich nur von den Isarbrücken die Überreste immer gesehen, wenn ich im Morgengrauen nach Hause gedackelt bin. Ich glaube, wir waren auf einem Ding in der Liga zu der Zeit, wo, ich glaube, nach dem Argentinien-Spiel, da war zwar eins mal feiern, da ist mir erst, hab ich erst gesehen, dass die Leute ja so total eventmäßig alle die Trikots anhaben und geschminkt sind und oh, das war eine ganz komische Welt, weil eigentlich war immer das Spiel anschauen, ja, 2 Minuten Freude und jetzt Zettel raus. Wie habt ihr das so empfunden eigentlich 2006? Ich habe das so krass wie so ein Coming-of-Age empfunden, so weißt du, auf einmal so die ganzen Leute mit Fahnen und schwarz-weiß-gold. Das war wirklich Coming-of-Age, was natürlich rational war, auf einmal auf allen Backen prallte. Vielen Dank, Hannes, genau, ihr seht euch ja gleich noch. Wie habt ihr das empfunden, so weil wenn ihr das nicht so mitbekommen habt, habt ihr das Gefühl, ihr habt da irgendwie eine Revolution verpasst, oder wie war das? Also der Hater von, also Public Viewing und dieses Fahren in das Gesicht, Schmiererei oder so, damit kann ich jetzt persönlich als Fußballfan wenig anfangen. Als natürlich Reporter supporte ich das total. Das ist was Tolles. Das Schlimmste waren diese Kackfahnen an den Autos. Ich kann das nicht mehr. Ich weiß, diese kleine von der Tanke, die jetzt immer wieder ausgegraben werden. Und diese Schoner über den, also die Rückspiegel. Ja. Aber man schaut sich Fußball auch nicht mit allen Leuten an. Nee, also so, selbst, ja, es gibt so wenige Kumpels, die sagen, zu dem, es gab schon Leute, beim Fußball schauen war, gesagt hat, nie mehr. Das bringen wir jetzt hier zu Ende. Und da gehe ich nie mehr hin.
Ich habe das Champions League-Finale hab ich gesehen und ein Kumpel hat gemeint, er will seine Freundin mitbringen, ob das okay ist. Und ich so, ja, okay, aber du weißt, wir schauen Freundinnen. Wir schauen Freundinnen. Wir sind auch immer, da waren Kinder dabei, alles, das war das Schlimme. Und dann meinte er nur so, ja, er kommt, er bringt sie mit und sie ist ruhig, weil sie interessiert sich ja nicht für Fußball. Und dann war sie ewig ruhig und stand ja irgendwie 1-1 und dann war es nur so, Dortmund halt Bayern und dann sie nur so in der 85. Minute, ach, ich weiß gar nicht, warum ihr überhaupt alle so schaut, jetzt schießt doch eh gleich Dortmund. Ich nur so, halt deine Scheiße! Und alle so, weißt du, die Kinder, die Familienväter so. Ja, aber das ist nicht klar. Also, ich will das gar nicht. Weißt du, da brichst du zusammen, ja, ich kann mir nicht. Ja. Wir waren nochmal in Würzburg, haben so einzige, haben mal so gesagt, hey, wir schauen da jetzt noch irgendwie. Wir haben immer noch Kontakt. Aber wir waren halt Würzburg Show gespielt und dann hieß es, ja, okay, lass uns Dortmund Bayern vorher anschauen in so einer Fußballkneipe. Mhm. Und ich muss sagen, mich macht das fertig, wenn Leute dann so krasse Fans von der Mannschaft sind, dass sie das Spiel überhaupt nicht mehr wahrnehmen, kommt mir dann so vor. Also weißt du, wenn jemand mit gegrätschten Beinen irgendwie einen umhaut und Schweine. Das ist das Foul des Jahres. Ja. Und dann, der Baum ist faul. Oh, das doch nix. Schiri. Dann fällt der um. Das kann ich mir nicht anschauen. Das ist wie wenn jemand irgendwelche Hip-Hop-Alben anhört und nur weil er die Leute gut findet, ist alles geil. Ja. Das ist das Beste. Also das aber das ging mir genauso. Mir ist das Spiel auch viel wichtiger als das Folklore drumherum. Ja, ja. Viele Leute gehen dahin, einfach weil es ein Massenphänomen ist. Genau. Aber wir haben auch hier im Büro vor ein paar Jahren, 2012 war es, Euro geguckt und da sitzen so, ich sitze so ein Stück vom Fernseher und hinter mir, die reden über jeden Scheiß. Ne? Nee, genau. Weil für die ist es so, ey, wir hängen wieder miteinander rum. So, ja? Aber keiner guckt das Spiel. Und es geht nicht so auf, weil du hörst die ganze Zeit nur so, kann das auch nicht. Ja, das nicht hin. Fußball kann man nur mit ausgewählten Leuten schauen. Nee, genau. Obwohl das Finale haben wir hier oben auch geguckt, das war geil. Nee, das... Nee, hör auf. Wo wir dabei, ich hab euch mal gesehen. Du hast immer gesagt, du fändest es toll. Das nee, ich guck lieber alleine mit mir selbst als sowas. Ja, bevor mit den Falschen auf jeden Fall. Ja, das ist, also entweder man ist ja richtig involviert. Ich will, dass die Leute genauso zittern und zittern. Du warst gut. Ja, genau. Gut. So, oder? Ja, ich meine, ich bin aufgesprungen wie blöd und hab dann in den Fernseher umgeschmissen. Ja, weil ja du. Aber das sind ja noch 20 andere Leute, die dann ja, so. Die das alle jetzt hören. Ich muss jetzt mal kurz. Wir können das nicht hören. Nein. Du wirst also entfernt auf vielen Listen gerade. Dann die Kameras alle aus. Also zumindest beim letzten Finale war es auf jeden Fall, da war jeder Feuer und Flamme und konzentriert bei der Sache. Ja, beim Champions League-Finale mit Volkswagen. Gegen Argentinien, WM. Das habe ich hier, ich bin noch nicht verrückt, das habe ich hier nicht geguckt. Nee, das habe ich alleine. Das hab ich, nein, aber was ich kurz sagen wollte, ich habe euch mal gesehen, ich hoffe, doch, ihr wart das. Bei EA, irgendeine FIFA-Vorstellung habt ihr auch bei Millantor gespielt. Ja, genau, das war. Und das war, ihr tat mir so leid, weil ja, ihr wart auf der auch. Bühne und ihr wart so super und da waren irgendwie so. Ach, da waren nur wie Presse. Ich hab noch versucht, so ein bisschen so zu tanzen aus Mitleid. Und, aber da du waren. Hast das auch versucht. Und da lief halt auch ein Bayern-Spiel gegen irgendein Champions League-Spiel der Bayern. Und ihr habt auf der Bühne und die ganzen, da waren halt auch viel so Marketing-Typen, die dann an diesen runden Sekttischen standen und haben euch den Rücken zugedreht. Ja. Und ihr habt dann irgendwann einfach nur aus der Situation einen Freestyle gemacht. Ihr habt das Spiel kommentiert, ihr habt die Leute kommentiert, die euch den Rücken zudrehen. Und ich. Auf der einen Seite tat ihr mir leid, weil das, was ihr da macht, hätte viel, viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Auf der anderen Seite habe ich echt Respekt vor euch gehabt, weil ihr das so geil reflektiert habt. Aber wie ist so eine Situation? Da muss man immer aufpassen. Das ist echt eine schwere Situation. Da haben wir komischerweise beim Hinfahren gerade drüber gesprochen. Weil ich nicht mehr genau, ich weiß, Toni Polster war da und Knob da, Matze Knob war da und dann noch irgend so ein Trickfußballspieler und so. Sowas haben wir eigentlich auch fast noch nie gemacht. Also wie das Ding. Das tut auch nicht besonders weh, es zu machen. Man muss nur schauen, dass du es einigermaßen noch cool hinbringst, weil du kommst dann auch irgendwie in diese, weil wir halt diese Gruppe sind und auch gar nicht das Gefühl haben, wir müssen uns an irgendjemand anbiedern, dass wir dann irgendwann auf so einen Film kommen, wo wir einfach das zu genau beobachten, was da passiert und das in einen Rap verpacken. Da musst du immer aufpassen, dass du da nicht irgendwie deinen Auftrag gegen mal, würde ich mal ganz sagen, und dann noch wirklich die Stimmung kann dann auch für uns vielleicht total super sein, aber da, boah, was machen sie jetzt denn? Jetzt montieren sie den ganzen Abend. Und jetzt noch gegen Pauli auf dem Stadion muss das sein und Toni Polster und wer kennt noch was. Und da, das ist so eine Grenze, da sind wir Gott sei Dank Profi genug, das ganz cool noch hinzukriegen, aber das sind Abende, die ich nicht unbedingt nochmal, also das muss ich jetzt nicht für... Toni Polster hat meine Frau angegraben an dem Abend. Was? Ja, da standen wir draußen. Wenn ich das gewusst hätte, das wäre ein guter Freestyle gewesen. Ja. Da standen wir draußen davor und ich habe halt auf meine Frau gewartet, die wollte halt nachkommen. Und dann stand ich halt wirklich mit Thorsten, alter Kollege irgendwie, und dann kam Toni Polster, der hat irgendwie Betreuung für den gemacht. Da stand ich mit den beiden, kurioserweise halt vom Millertor-Stadion, und habe mich mit ihm unterhalten. Und Polster war halt eher so in der, oh, scheiße, komm, ich gehe nach Hause und eigentlich hier will ich eigentlich nur Party machen oder irgendwie um Kiez und so. In dem Moment kommt meine Frau an und er hat irgendeinen echt einen richtig schönen
Zolligen Spruch. Zolligen Spruch vorher noch gebracht, ja. Zolligen Spruch vorher gebracht. Meine Frau ist dann so vorbeigelaufen und wollte halt so um ihn rum, an ihm vorbei quasi zu mir. Ja. Und er so, oh, hallo, hallo. Ja. Und dann war auf einmal, zack, so von Assi-Toni auf... Ich bleib da. Genau. Hallo, servus, ich bin Toni. War so ganz charmant, ja. Ich muss so lachen und Silke hat halt null gerafft, wer er war. So, ja. Und dementsprechend, naja, sind wir die Treppe hoch, hab ich gemeint, du weißt schon, wer das war. Sie, nein, keine Ahnung. Ich so, gut, dann... Es wäre okay gewesen, ja. Hättest du dann gesagt. Es wäre okay gewesen. Er steht auf deiner Celebrity. Jungs, wir müssen jetzt leider zum Ende kommen, ich weiß auch nicht, aber die Zeit ist schon wieder vorbei. Aber ihr seid große Fußballfans, wir machen demnächst unsere fantastische Fußballsendung Bundesliga. Mhm. Vielleicht kommt ihr nochmal zu Besuch, wenn ihr Bock habt. Und wir quatschen dann über unser Lieblingsthema Fußball. Also ja, gut. Vereinsfan irgendwie? Ja, ich traue mich nicht, das zu sagen. Sag mal. HSV. Ja, okay. Oh, okay. Und bei euch? Ja, Bayern. Bayern, ne? Ja. Ja, das traut man sich fast nur weniger zu sagen, aber du bist ein Fußballfan irgendwo? Ja, HSV. Guck mal, HSV, okay. Auf dich ist nämlich immer HSV, wirklich, ich fieber gegen euch schon. Da. Ja, ja, Relegation. Ey, aber jetzt habt ihr gegen Stuttgart, ich bin ja noch so, ich komme ja eigentlich aus Raum Stuttgart noch, um die Sendung jetzt mit zu strecken. Mhm. Wisst ihr, als ich umgezogen bin, meine Eltern. Nein, aber da hat mich schon ein bisschen gestört, dass der HSV, ich habe jetzt nichts gegen den Verein an sich, aber dass, wenn er Stuttgart schlägt, finde ich schon noch, jetzt übertreiben sie ihre Rolle. Ich weiß auch, durch Fans durch München gelaufen sind, die Münchner gehen so, die Hamburger gehen so. Also das muss sehr lang, wann war das in den 80ern wahrscheinlich? Nee, das war, als die Allianz Arena gerade fertig war. Dann war ich mit einem Kumpel da, der mit dem Spruch, ab jetzt sind wir unschlagbar, die große Niederlagenserie eingeleitet hat. Wann war das, 2004, 2005? Pokal war das, oder? Das muss doch fast gewesen sein. Also da haben sie zweimal, da war ich im Winter da, zweimal gegen HSV, dann noch gegen Hannover verloren, da war ich... negativ auf. Jetzt mit Tränen über die Sendung auch. Oh, ihr habt doch mehr als genug Tore. Ich meine, wie viele Tore sind es? 36 in den letzten 3 oder 4, 5 Spielen? Was wollt ihr denn noch? 40. Ich glaube 24. Ja, hören wir jetzt bitte auf. Das ist doch völliger Quatsch. So, finde ich nämlich auch. 1983. Aber kurz eine Frage. Nach dieser Reportage kam RTL 2 zu euch und hat auch gesagt, oder haben die mal bei euch angefragt, so von wegen, ey, wir wollen das jetzt, dass ihr das für uns macht? Also nee. Das, was die jetzt quasi mit ihren RTL 2 News. Wir haben witzigerweise von der Band, wo ich den Namen jetzt gar nicht mehr weiß, die das machen, haben wir mal eine Mail bekommen, dass sie es nicht von uns gebeitet haben. Ja. Also so, aus dem Nichts und hat umgefragt, so, hey, wir wollen euch nur doch aufmerksam machen, es war unsere Idee. Und der Wolf hat es mal für die Sportschau, glaube ich, ein Spiel Champions League Dortmund gemacht. Was der Wolf, wirklich? Fand, Hier, Herr Schmidt. Ja, aber der ist back. Genau. Ja, der ist wieder da. Aber hat ein neues Jungs, Album. Ihr seht ihn, ne? Oh, die Autoritätsperson unseres Senders mit dem weißen Schild und blauer Kuli sagt, wir sehen ihn. Wir müssen jetzt wirklich zum Ende kommen. Aber es war toll. Wie gesagt, kommt bitte, bitte nochmal vorbei und dann quatschen wir weiter. Vielen Dank für den Moment. Das war Almost Daily mit Starbesetzung. Tschüss und auf Wiedersehen.